sich in dieser Männerwelt behaupten. Bei mir spielt zuerst, wenn du wirklich fit bist. Harry, bitte gehen Sie ins Bett. In Ihr Bett. Mitten in der Saison wollen Sie die Spielweise ändern. Weil wir nicht so gut spielen, wie ich es gerne hätte. Unser Boss ist eine Frau. Ab 9. Juni, immer dienstags, 10 vor 9 im ZDF. Werte Zuschauer, hier noch einmal Nachrichten der heute Redaktion. Der Kampf um die bosnische Hauptstadt Sarajevo geht weiter. Mit einer Großoffensive wollen die serbischen Freischärler jetzt offenbar die Entscheidung herbeiführen. Die Straßen der Stadt seien mit Leichen übersät, berichteten Augenzeugen. Die serbische Regierung in Belgrad distanzierte sich am Abend von den Freischärlern. Sie rief dazu auf, die Angriffe sofort einzustellen. Der UNO-Sicherheitsrat in New York berät zur Stunde über die Entsendung von Blauhelmsoldaten nach Sarajevo. Sie sollen dort die Verteilung von Hilfsgütern gewährleisten. Voraussetzung dafür ist aber eine vollständige Waffenruhe. Die Belgrader Nachrichtenagentur Tanjug spricht von einem totalen Krieg um Sarajevo. Kroatische und muslimische Verbände versuchen seit dem Morgen, den serbischen Großangriff abzuwehren. Seit 3 Tagen schon halten serbische Streitkräfte die Stadt unter Dauerbeschuss mit Granaten und Raketen. Bosnische Verteidiger rücken in verlustreichen Straßenkämpfen vor. Die Zahl der Toten und Verletzten geht in die Hunderte. Sarajevo versinkt mittlerweile in Schutt und Asche. Ganze Wohnviertel sind zerstört. Auch Krankenhäuser werden nicht verschont. Der Flughafen bleibt selbst für dringend benötigte Hilfslieferungen weiter gesperrt. Gekämpft wird an allen Fronten in Bosnien-Herzegowina. Auch in Trebinje, im Süden der Republik. Kroatische Einheiten beschossen die Stadt, nachdem Serben das nahegelegene Dubrovnik angegriffen hatten. Der vor 8 Tagen vereinbarte Waffenstillstand wurde nie befolgt. Auch hier ist Frieden nicht in Sicht. An Bord eines schwedischen Containerschiffes erreichte ein UNO-Hilfskonvoi die kroatische Hafenstadt Rijeka. 34 LKW und 140 Jeeps sind voll beladen mit medizinischem Gerät und Medikamenten. Die Hilfe ist für die Krankenhäuser der kroatischen Hauptstadt Zagreb bestimmt. Sarajevo dagegen bleibt weiter von internationaler Hilfe abgeschnitten. Wegen der schweren Kämpfe sitzen die Konvois vor der Stadt fest. In Paris ist der Sicherheitschef der PLO, Atif Pseyso, erschossen worden. Er verhandelte in Frankreich über den Schutz von Vertretern der Palästinenserorganisation. Nach Angaben der Israelis war Pseyso am Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft in München 1972 beteiligt. Vor diesem Hotel in Paris war Pseyso erschossen worden. Mindestens 2 Kugeln trafen den 42-Jährigen tödlich, als er nach dem Abendessen in das Hotel zurückkehrte. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Es ist das 7. Attentat in Frankreich auf einen PLO-Politiker. PLO-Chef Arafat macht den israelischen Geheimdienst Mossad für den Anschlag verantwortlich. Der Mossad habe Pseyso aus dem Hinterhalt überfallen, sagte Arafat in Amman. Er habe ihn persönlich vor Attentaten des israelischen Geheimdienstes gewarnt. Pseyso habe aber nicht auf ihn gehört. Die israelische Regierung hat Arafats Behauptung als lächerlich zurückgewiesen. Israel hat die Sperrung des Gazastreifens aufgehoben. Jedoch durften nur etwa 200 Personen die Kontrollpunkte passieren. Für den Grenzübertritt gelten jetzt verschärfte Bedingungen. Mindestens 12.000 Palästinenser, die zu ihrer Arbeitsstelle nach Israel wollten, wurden von der Armee abgewiesen. Die israelische Regierung hatte den Gazastreifen vor 2 Wochen geschlossen. Grund war die Ermordung 2 Israelis durch Araber. Nach den Wahlen in der GSFR ist die politische Zukunft von Präsident Havel ungewiss. Havel will sich im Juli nur dann zur Wiederwahl stellen, wenn die Einheit des Staates gewahrt bleibt. Dies aber hängt von den Koalitionsverhandlungen zwischen dem tschechischen Konservativen Václav Klaus und dem slowakischen Autonomiebefürworter Mecia ab. Japans Oberhaus hat einer Beteiligung japanischer Truppen an UNO-Friedensmissionen zugestimmt. Eine entsprechende Gesetzesvorlage wurde mit 137 zu 102 Stimmen angenommen. Jetzt muss noch das japanische Unterhaus seine Zustimmung geben.
Nach der Gesetzesvorlage dürfen künftig rund 2000 japanische Soldaten an nicht-militärischen Operationen der UNO teilnehmen. Auf dem Umweltgipfel in Rio bereitet die EG zusätzliche Erklärungen zu den UNO-Konventionen vor. Danach soll in Europa etwa der Kohlendioxidausstoß bis zum Jahr 2000 auf dem Niveau von 1990 eingefroren werden. Die USA hatten verhindert, dass eine solche Verpflichtung in der Klimakonvention festgeschrieben wurde. Die Vereinigten Staaten werden weltweit kritisiert, weil sie sich außerdem weigern, die Abkommen zum Artenschutz und zur Entwicklungshilfe zu unterzeichnen. Fünfter Besuchstag von Papst Johannes Paul II. In Angola. Mit Freudengesängen begrüßten in der Hauptstadt Luanda tausende Gläubige das Oberhaupt der katholischen Kirche. Mehr als die Hälfte der rund 10 Millionen Angolaner sind Katholiken. Der Papst forderte sie zur Mitarbeit beim Aufbau einer freieren und gerechteren Gesellschaft auf. Die Opfer des 16-jährigen Bürgerkrieges dürften dabei nicht vergessen werden. Eindringlich appellierte der Papst an die Welt, die Länder im südlichen Afrika beim Kampf gegen den Hunger zu unterstützen. Der saarländische Ministerpräsident Lafontaine will heute in einer Regierungserklärung die gegen ihn erhobenen Vorwürfe entkräften. Es geht dabei um die Ruhegeldbezüge aus seiner Zeit als Oberbürgermeister von Saarbrücken. Die Behauptung, er habe sich persönliche Vorteile verschaffen wollen, werde dann wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen, erklärte Lafontaine. Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger will das geltende Recht bei Kindesmissbrauch ändern. Die 10-jährige Verjährungsfrist soll erst ab dem 14. Lebensjahr des Kindes beginnen. Die Opfer könnten so bis zu ihrem 24. Lebensjahr noch Anzeige erstatten und Beschuldigte damit zur Verantwortung gezogen werden, erklärte die Justizministerin in Bonn. Sexueller Missbrauch von Kindern führe häufig zu lebenslanger Angst und Bindungsunfähigkeit. Orkanartige Regenstürme haben in Chile schwere Verwüstungen angerichtet. Vor allem die Küstenregion war betroffen. Mindestens 8 Menschen kamen ums Leben, 20.000 sind obdachlos. Bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde kenterten viele Fischerboote. Auch dieses Frachtschiff konnte dem aufgepeitschten Meer nicht standhalten. In der Nähe von Santiago de Chile wurde es an Land geschwemmt. Die Wetteraussichten bis Dienstagabend. Nördlich der Mittelgebirge zunächst sonnig, später Bewölkungszunahme. Sonst unterschiedlich bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Höchsttemperaturen im Norden 22 bis 27, im Süden 17 bis 22 Grad. Das, verehrte Zuschauer, waren noch einmal Nachrichten der Heute-Redaktion. Liebe Zuschauer, folgen Sie jetzt Clark Gable in den wilden Westen Amerikas nach Oklahoma. Mit ihm erleben Sie die abenteuerliche Lebensgeschichte des Trappers Flint Mitchell, der 1830 versuchte, im Gebiet der Schwarzfuß-Indianer neue Jagdgründe zu erschließen. Aber er hatte nicht mit dem Widerstand der Indianer gerechnet. Colorado heißt der Western aus dem Jahre 1951 und ich wünsche Ihnen jetzt spannende Unterhaltung.